Willkommen zurück zu Let's Play Nightmares from the Deep, The Siren's Call. So, da wartet ein Wimmelbild auf uns. Oh, viele, viele Papageien müssen wir finden und hier einsetzen und Zeug und Klump. Okay. Das Ding brauchen wir. Das Ding brauchen wir irgendwie. Aha. Okay, jetzt fehlt noch. Da ist der Schlüssel. Ah, eine Schlüssel kommen möchte, muss ich die Falle aus sicherer Entfernung deaktivieren. Okay. Hier. Das Schloss ist so klein, dass es wohl einen kleinen Dietrich öffnen kann. Okay, wir brauchen nochmal einen. Also einen Stab, einen Schlüssel. Das haben wir hier. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da ist auf jeden Fall das Dingeling. Das können wir daran bringen. Dann heißt es Sesam öffentlich. Da ist der Stab. Der Stab. Der eine Flügel. Wo wart denn der andere Flügel beheimatet? Das ist eine Eule. Heil Eule. Eine Eule ohne Flügel wäre. Okay, da brauchen wir die Flügel. At the Eule. Gut. Den hier kann ich dann mit dem Stab, kann ich das Ding. So, da gehen wir dann dahin. Da ist das Flügel schon. Also Eule braucht Flügel. 1, Flügel 2, Türchen auf, dann haben wir hier eine Trophäe. Mit der Trophäe sollten wir das Ding da aufmachen können, oder? Ne, das klappt nicht. Okay, die Dietrich hier brauchen wir. Wie kommen wir da denn ran? Okay, der Papagei braucht etwas, vielleicht lässt er mich einen Blick darauf werfen, wenn ich ihm einen Imbiss gebe. Okay, er will einen Imbiss haben. Was können wir denen denn zum Essen geben? Wir müssen einfach die Dietriche finden. Waren die hier drin? Nein, da waren keine Dietriche drin, da waren nur die Trophäe. Oh, ah, hi. Da sind die Dietriche. Dann gehen wir hier hin. Da haben wir dann den Keks. Keks für Dori. Da ist eine Feder. Okay, was mache ich mit der Schwanzfeder? Wo kommt die hin? Was müssen wir jetzt noch tun? Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist das Ziel? Die Götze wollen wir noch finden. Den Götze, den kleinen. Wem geben wir die Feder? Kann ich euch hier die Feder da hinten reinstecken? Das hilft natürlich. Und da ist die Götze. Hi! Messinggötze. Gut. Murray is coming. Okay, schnell wasch. Der Murray kommt. Tür zu und glücklich sein. Quick, bar the doors to keep Murray inside. I can't hold out much longer. Okay. Schnell, Ding davor, glücklich sein. Okay, wir gehen mal zurück, denn hier haben wir die letzte Götze und eine Fischmütze. Yes, Fischmütze, ole. Okay, was brauchen wir? Fass mit Zapfhahn und einen Fleischklopfer. Da ist der Fleischklopfer. Fischskelett brauchen wir. Mehlsack, Pepperoni. Mehlsack und Pepperoni. Pepperoni Jam. Oh, Sahne. Glasierter Kuchen. Da ist der glasierte Kuchen. Fass mit Zapfhahn, da. Mehlsack und Pfefferoni. Der Mehlsack. Wo ist denn der Mehlsack? Da. Und der Pepperoni. Da oben. Bananen, Hummer, Zitronen. Geweih, Fleisch, Sieb. Fleisch, Sieb und der Geweih. Was kriegen wir davon jetzt? Den Kuchen. Ach Mist, wir kriegen das Fleisch. Ich wollte den Kuchen haben. Hatte ich viel mehr Lust drauf. Okay. Jetzt müssen wir ihn mal fragen, was er von uns will. I returned just in time. Now that Murray is locked up, he can't stop us. I fooled the Praetorians into waiting for the mayor's arrival before they attack. We have to use this borrowed time wisely. You have to free Calliope while I search for the missing golden fish token for Davy Jones's chest. Once we open the chest,
we can return Calliope's deposit and restore her powers. Then, she can tame the Kraken. Hurry, before the Praetorians guess that something is fishy. Or worse, before Murray breaks down that door. We better split up to cover more ground. Try and help Calliope. Gut, wir helfen der Calliope. Hi, Calliope, wie geht's dir? You found me. I hope my lover is all right, too. You're saying that Murray is going to order an attack on another ship? Then there is no time to lose. I had to part with my powers to create the Golden Octopus. Any residual power I had was locked in the hidden chest. If you can open that chest and bring me its contents, I can control the Kraken again. It will also mean that the pact between Murray and Davy Jones is broken, and the mayor will have to suffer the consequences. And I will return to the sea at last. Find the rest of the golden fish tokens and bring me the chest's contents. Time is nearly up. Jutti, also Fischmünzen finden. Eine Fischmünze haben wir noch. Was haben wir hier denn? Ein kleines Holzsiegel auf dem Schiffsornament wurde herausgenommen. Und zwar aus. Ja, gibt Calliope ihre einzige Macht zurück. Okay. Was haben wir hier? Oh! Diesmal ist der Behälter mit dem goldenen Oktopus undurchsichtig, undurchdringlich. Der Bürgermeister hat aus früheren Fehlern gelernt. Ah, aber wir kriegen hier auf jeden Fall einen Hebel. Hebel. Etwas wurde aus der Säule genommen. Vielleicht ein Hebel? Ach, guck mal. Schau mal, einer guckt. Hebel. Oh. Da können wir nach oben. Okay. Da wäre der Gong. Gingang-Gong. Da klauen wir uns natürlich hier den Schürrehacken. Letzten Endes. Manchmal frage ich mich, was geschieht, wenn mein Pakt mit Davy Jones gebrochen wird. Das kann allerdings nur geschehen, wenn Calliope den Inhalt der verborgenen Truhe und damit ihre Kräfte zurückerhält. Und schließlich muss sie den Oktopus zerstören. Alles ja nett, dass du mir sagst, wie das funktioniert. Das finde ich ja super. Aber hier muss noch irgendwas liegen, was ich hier noch brauchen kann, oder? Normalerweise. Ja gut, weil ich das noch lesen kann, vielleicht. Gut, Calliope hätten wir. Wir brauchen das Fischtoken. Das ist nicht das, was da rein muss, ne? Nein. Stück Fleisch? Nein. Okay. Ab zum Gong. Gong. Gut. Was machen wir hier? Der Sirenengesang. Zum Öffnen der verborgenen Truhe muss man alle 12 Fischsteine und das Siegel, das sicher in der Mitte des Gongs steckt, einsammeln. Obwohl mir einige Steine gestohlen wurden, wird es sicher keine Person gelingen, sie alle einzusammeln. Ich werde keinen dabei behilflich sein, die Muschel wiederzufinden. Die Sirene hat damit die Kontrolle über die Kreatur des Meeres. Sollte ich es aber jemals vergessen, habe ich die Stunde schriftlich festgehalten. 10, 16, 37. Wenn ich diese magische Muschel zurückgewinne, kann ich Calliope wieder an die Macht bringen. Okay. Hi. Ziffernblatt. Gut. In der Mitte. Einige Teile in der Mitte fehlen. Vielleicht finde ich sie. Okay. Aber nicht hier. Also hier findest du sie nicht. Die muss ich woanders finden. Was haben wir hier? Ah, Dach. Von oben. Oh nein! Ah, die Krake wartet nur auf Murrays Signal. Die Passagiere müssen schreckliche Angst haben. Ja, wenn da so ein paar Krakenarme rausgucken würde, ich hätte Angst. Das kann ich euch versichern. Okay, wir haben jetzt das Dingeling hierfür. Holzsiegel. Ha, ein Wimmelbild. Juhu. Objektteile finden. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schwupp. Gongteile. Gut. Auf zum Gong. Gong. Setze das Muster der Platte zusammen. Okay. Das hier unten ist aber nicht richtig. Und das da oben sieht schon mal gut aus, muss ich sagen. So. Und das hier unten nicht. Ah. Okay. Gut. Das ging ja schon mal. Hoi. Okay. Wo muss das hier hin?
Das muss doch da nicht. Da ist das Schöne, ich kann es einfach dran halten und dann sehe ich, ob es passt. Dahin. Er hier gehört dahin. Das gehört dahin. Nie dahin. Das ist nicht Tor, das ist nicht Tor. Dahin. So. 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 Welches Teil passt jetzt noch nicht? Da unten. Ordne die Kreise neu an, um die mittlere Fach des, um das mittlere Fach des Gongs zu öffnen. Okay. What? Okay, ich würde mal sagen, so. So und. Ach nee, ich muss hier außen gucken. Außen ist hier die. Nein, nein. Hä? So muss es. Die Händchen zusammenbringen. Und der gerät so. Hallo Steinchen. Alias Truhensiegel. Okay, öffne den Gong, erfüllt. Wir können noch mal zurückgehen und noch eine Fischmütze. There should be a golden fish inside, but I can't reach it. Try to shoot it down. We need all of those tokens to free Calliope. Okay, das Ding da runterschießen. Oh, wie kann ich es runterschießen? Schießen. Okay, ich brauche eine Waffe. Gut, jetzt gehen wir aber erstmal hier hin und holen mit dem Schürhake. Das müssen wir mit Schürhaken, müssen wir das Ding da rauskriegen, oder? Nicht? Gibt's doch nicht. Fischmünze. Nein. Okay, hier. Das Teil fehlt uns auch noch. Okay. Hier bin ich noch im Kai bin ich noch nicht gewesen. Oh, ah, da ist das Ding. Sehr gut. So, da ist der Schiff. Das sieht gut aus. Ich habe okay, mir nach goldenen Oktopussen geguckt hier drin. Ist hier irgendwo noch ein goldener Oktopus? Da ist er doch. Ich wusste es doch. Goldener Oktopus. Und hier oben. Hier noch ein Oktopus meines Vertrauens zu finden. Nö, gerade nicht. Okay. Jetzt in diesem Moment gerade nicht. Dann gehen wir mal zurück. Gehen hier rein und holen uns hier eine Waffe raus. Offenes Geheimnis. Die Stadtbewohner denken, dass die Zeitung und die Pfandleihe geschlossen wurden, weil ihre Besitzer verschwunden sind. In Wahrheit haben wir diese Rebellen auf Wunsch des Bürgermeisters erledigt. Sie wollten Murray absetzen und ihre eigenen Bürgermeister wählen. Idiotische Traumtänzer. Schade, dass mein ehemaliger Freund, ebenfalls ein Prätorianer, den Lügen der Sirenen Glauben schenkt. Ihretwegen hat sie uns verlassen. Er sagte, dass sein Gewissen die Oberhand gewonnen hätte. TK. Okay. Das runde Buntglasfenster, die runde Buntglasfensterscheibe ist zerbrochen. Vielleicht kann ich sie etwas klebrig zusammensetzen. So, hier. Kleber, Kleber, Kleber. We have a Buntglasfenster. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich mit dem Buntglasfenster hin? Ah, hallo Oktopus. Hätten wir den hier auch gefunden. Zurück. Wo muss ich mit dem Buntglasfenster hin? Hier oben? Irgendwo? Find the rest of the golden fish tokens and bring me the chest's contents. Oi, habe ich viel zu tun. Hof. Da muss ich da irgendwie schießen. Oder auch nicht. Aber mit dem Schürhaken komme ich ja nicht ran, oder? Nein. Ich soll ja auch schießen mit dem Dolch irgendwie. Nein. Ziffernblatt. Gehen wir mal zurück in die Küche. Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich hin muss. Also im Hof ist was, im Quartier ist was. Im Gefängnis ist was. Was ist denn im Gefängnis noch? Ach, da brauche ich das zweite Auge. Hallo. Und wir kriegen eine Fischmünze. Perfekt. Fischmünze. Ach, jetzt weiß ich auch, womit ich schießen muss.
Das war nur gerade eben nicht zu sehen, weil dort... Komm mal her, du. Schuss und Schrei, ruft die Polizei. Fischmünze, Oli. Drei Fischmünzen hätten wir schon mal. So, wo müssen wir dann hin? Quartier Kapitänskajüte. Ah, hier ist das Buntglasfenster. Okay, bitte ordne die Buntglasfenster an. Ah, nee, bitte drehe sie. Okay. So. So, das ist da. Falsche rum. So. Gut, das ist die Bergspitze. So. Ah, das war schon richtig. Das ist der Arm. Der Gesicht. Das ist auch nicht richtig. So. Tererell, setzt das Buntglasfenster zusammen, haben wir getan. Und jetzt? Ah. Eine Klinge. Und darunter finden wir eine Dose und darin ist in einer Fischdose ist natürlich ein Fischtoken. Ist ja logisch, ne? Gut, wo müssen wir dann hin? Hier gibt es noch was zu tun. Was gibt es denn hier noch zu tun? Schönes. Ach! Natürlich. After witnessing these atrocities, many people turned away from Mayor Murray, terrified of his ruthlessness. Those who remained by his side were the most dangerous and vicious rogues of Kingsmouth. Murray honored his faithful followers by deeming them an elite force called the Praetorians. Like dogs at a master's command, they pillaged the ships and kept the townspeople in check. Okay. Hast du noch einen? Der hat auch ein paar mehr Geschichten für uns. With money slick with innocent blood, the town of Kingsmouth was saved by the rule of Murray and his Praetorians. However, the pact with Davy Jones had its price. Residents who returned to the old ways stopped aging and gradually began to resemble fish, with the greatest criminals experiencing its worst effects. Smells fishy. Okay, hier haben wir nochmal einen goldenen Fisch. Soon, the fish curse spread to even the purest of townspeople. They tried to resist Murray's rule, but the movement had no chance against the powerful Praetorians and the mayor's bloody punishments. The ageless townspeople were living in fear, isolated from the rest of the Caribbean because of their fish-like features. Time stopped for Kingsmouth and everyone affected by the curse. Ja, und haben wir noch eine Fischmünze. Over the years, one of the Praetorians felt the pangs of his conscience over Murray's murderous ways and got himself assigned to guard the Siren. Listening to her sad songs, longing for the sea, he gradually fell in love with the imprisoned Calliope. This fishman became a sympathizer of what was left of the resistance movement and began to think about releasing the Siren from her anguish. Ja gut, so, jetzt hat er uns hier so wieder vier Teile erzählt. Jetzt machen wir aber erst wieder eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Nightmares from the Deep, The Siren's Call. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.